Mein Name ist Jochen Gabler, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Aalen in der Nähe von Stuttgart. Ich habe Green Spoon erfunden und möchte die Welt bezüglich Ressourcenverbrauch verbessern. Bei Green Spoon geht es um Teegenuss und um Abfallvermeidung. Hinter Green Spoon steckt eigentlich eine jahrelange Gewohnheit, die ich selber hatte, nämlich morgens beim Bäcker einen Tee to go. Bei herkömmlichen Teebeuteln fallen alleine durch die Heftklammern einige Tonnen Abfall pro Jahr an. Das wollte Jochen ändern. Er hat bereits enorm viel Geld und Zeit investiert. Für Hobbys bleibt da wenig Raum. Getüftelt hat er ja schon immer. Wie? Ein Go-Kart aus einem Mofa und einem Cat-Kart bauen. Ich habe einen sechsstelligen Betrag investiert und ab da gibt es dann kein Zurück mehr. So läuft die Produktion des Green Spoon auf vollen Touren. Durch mein Studium und durch meine jahrelange Berufserfahrung wusste ich zwar, wie man eine Firma gründet oder auch organisiert, aber nichtsdestotrotz legt es einen immer wieder auf die Nase. Davon lässt sich Jochen allerdings nicht abschrecken, denn er glaubt an sein Produkt. Mir macht das Ganze so viel Spaß, vor allem mit diesem coolen Team bei uns hier. Und ganz nebenbei leisten wir noch einen großartigen Beitrag für die Nachhaltigkeit. Tee trinken, ohne die Welt zuzumüllen, das klingt doch gut. Willkommen, Jochen Gabler. Ja, liebes Publikum, liebe Jury, liebe Zuschauer, mein Name ist Jochen Gabler, ich bin 31 Jahre alt und Erfinder von Green Spoon. Green Spoon besteht aus einem einzigen biologisch abbaubaren Material, enthält keinerlei Abfallstoffe und das Besondere, es ist Löffel und Tee in einem. Mit Green Spoon kann jeder mit dem besten Gewissen überall ökologisch und vor allem natürlichen Tee in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen genießen. Und das so einfach und simpel wie noch nie. Green Spoon, die Funktion. Einfach Green Spoon entfalten, links und rechts die zwei Seitenflügel zusammenfalten und schon hat man Löffel und Tee in einem. Okay. Sehr simpel. Wisst ihr, wie viel Plastiklöffel jährlich für To-Go-Getränke verwendet und anschließend in der Umwelt entsorgt und einfach weggeworfen werden? Schätzung? 100 Millionen? 7,5 Milliarden allein in Deutschland. Oh. Oder der Müll, der entsteht bei dem Gebrauch von dem herkömmlichen Teebeutel. Ich spreche jetzt hier explizit Folien, Verpackungen und vor allem Metallklammern an. Was denkt ihr, wie viel Metall wird im Jahr für die Produktion dieser Teebeutelklammern verwendet? 100 Millionen. 50 Tonnen Aluminium. Und allein dafür sind wiederum 65 Tonnen Braunkohle und 700 Megawattstunden Strom notwendig. Und also wie ihr seht, selbst zwei so alltägliche Gewohnheiten wie ein Tee aufbrühen mit einem Teebeutel oder die Nutzung von einem Plastikrührstäbchen bei einem To-Go-Getränk bringen zwangsläufig bisher enorme Mengen an umweltschädlichem Müll mit sich. Und genau die zwei Umweltprobleme haben mich vor mehreren Jahren veranlasst, nach einer simplen Lösung zu suchen. Und das Ergebnis ist das Produkt Green Spoon. Man setzt es einfach ins Glas ein, gießt heißes Wasser drüber und an sich ist die Geschichte schon fertig, denn man kann Zucker, Milch oder Honig bedenkenlos unterrühren. Wurde alles geprüft. Nach gelegentlichem Umrühren und der empfohlenen Ziehdauer, die auf jedem Löffel draufsteht, kann man Green Spoon einfach rausnehmen aus dem Getränk und im Biomüll oder auf dem heimischen Kompost entsorgen und verrottet rückstandslos. Gut. Das Besondere ist auch noch, Green Spoon lässt sich komplett individuell für Werbezwecke gestalten. Das heißt, hier kann ich Ihr Logo, Ihr Slogan draufdrucken, wie Sie wollen. Und genau, ist somit auch ein idealer Werbeartikel.
Es ist, wenn man sieht, dass es so Farbe und so eine Lack, also wie nennt man das, bedrucktes Papier halt. Ja. Ne? Da sind ja Farben drauf. Ich gehe davon aus, dass du das alles gecheckt hast. Aber genau, da komme ich nachher drauf, kann ich noch auch ein bisschen was dazu sagen. Nehmen? Hallo. Hallo. Schau mir mal ein. Ja. Kein Problem. Greenspoon als sich ein Produkt wird unter der Firma Geschmacksentfaltung verkauft, so heißt die Firma, und gibt es in unterschiedlichen Verpackungsgrößen. Aber liebe Jury und liebes Publikum, nicht nur allein die jahrelange Produktentwicklung für dieses, sagen wir mal, simple Alltagsprodukt war entscheidend, sondern vielmehr die Philosophie von nachhaltigem und sozialem Denken, die aus einer ganz simplen Idee einen preisgekrönten Alltagsartikel gemacht haben. Alle unsere Tees kommen ohne Gentechnik, ohne künstliche Aromastoffe aus den besten Anbaugebieten der Welt. Und weil wir echt lieben, sind alle unsere Farben und der komplette Green Spoon 100% biologisch abbaubar, lebensmittelecht und TÜV geprüft. Genau. Jetzt ist das ja bedruckt hier. Du hast es gerade eigentlich schon beantwortet, aber es ist ja bedruckt. Das heißt, es ist total unbedenklich, da mit der Farbe und allem reinzugehen. Genau. Und der wird auch nicht, weil das kennt man ja von früher, wenn man so rumgematscht hat, dann hat man immer irgendwann Pappe genommen, hat die auch ins Wasser geschmissen, die quillt dann auf. Matscht doch hier mal ein bisschen rum, weil man sieht ja, der Löffel ist... Der zieht ja schon einen Moment, weil ich bin jetzt nicht so jemand, hier steht zwar 3 Minuten drauf, aber ich wäre der prädestinierteste Mensch dafür, dass eine Viertelstunde drin lässt, weil er dann vergisst, dass ich einen Tee gemacht hat. Das ist alles ungefährlich. Also wir haben natürlich im Zuge der Produktentwicklung zahlreiche Prüfungen absolvieren müssen. Das Produkt ist als Lebensmittel geprüft, nach den schärfsten Richtlinien, die es hier in Deutschland gibt. Das Produkt ist patentiert in Deutschland, Europa und USA. Sehr simpel, 100% lebensmittelecht. Und das ist, was viele Leute an dem Produkt vielleicht gar nicht so schätzen auf den ersten Blick. Also ich selber habe über 4 Jahre in die Papier- und in die Farbentwicklung gesteckt, weil die Farbe ist lebensmittelecht. Und die wäre an sich trinkbar. Ja, wir haben ein spezielles Verfahren entwickelt, um dieses Papier... Also keine erdölhaltigen Farben mit drin? Überhaupt nicht. Wie teuer ist so ein Teebeutel? Im Verkauf oder in der Produktion? Für den Endkunden. Also, wir haben hier einen 5er-Pack, der wird ca. 3,95 Euro kosten. Und der 10er-Pack so um die 7 Euro. Yeah. Sind das Preise, die man... Genau, also man sieht... Boah, also ich weiß, ein Liter Milch kostet ungefähr 8 Euro, ich weiß aber nicht, was Tee kostet. Na gut... Also beim Tee ist es natürlich ähnlich wie bei Kaffee auch, die Qualität. Ja. Ich finde den Preis schon echt sportlich, ne? Wenn man nachher 7 Euro für 10. Ja. Jochen Gabler, vielen Dank für die Präsentation. Wir gucken uns jetzt gleich deinen Gegner an. Bitte nimm Platz.